Ayo, was geht ab, Freunde der Kampfstaffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Das ist wieder stehen geblieben, weiter geht's Spiel zur nächsten Mission gelaufen, bis in der vierten Folge. Und in der letzten Folge haben wir schon einiges gemacht. Und wir gucken jetzt mal, was dieser Icarus da macht, dieser Maniac. Er ist in der Nähe. Okay, gut. Er sollte noch am Leben. Und ja. Hat sich der Penner nicht gemeldet? Wir haben ja mit dem Typen ja nicht so das Verhältnis, ne? Wenn wir ehrlich sind. Aber es passt schon. Allahu Akbar. Holy shit, Digga. Aber ich feiere diese roten Markierungen, Alter. Ich feiere das extrem. Was ist denn mit dir, Junge? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich, dich zu sehen, Faith. Was ist passiert? Sag nicht. Und halt dich von dem Zaun fern, der hat's ganz schön in sich. Außer du willst wie die da enden. Was kann ich für dich tun? Hilf mir hier rauszukommen. Dafür musst du einfach nur den Strom abstellen. Oder ich lass dich einfach für Krugersack hier. Oder das. Obwohl mir mein Vorschlag besser gefällt. Bitte. Was muss ich tun? Diese Kabel müssten dich zum Schalter führen. Ich schulde dir was. Und ab. Rühr dich nicht vom Fleck. Witzig. So. Okay, warte mal. Nice. Ich glaube, der Stromstahl in Wied. Oh shit, Digga. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Ich habe keinen Zugang und kann auch nicht auf größere Distanzen kommunizieren. Kann ich hier rein? Nein. Warte. So. Ich weiß, dass hier jetzt absolut nicht vergleichbar, aber kann ich irgendwie nachempfinden, wie es im Gefängnis sein muss. Warte mal. Genau. Richtig. Vorsicht. Krugersack geht in letzter Zeit ziemlich aggressiv vor. Ich schätze mal, dass die Leute nice. Okay, was kann ich hier rein? Nein. Ich hab's gefunden. Aber es dauert noch einen Moment. Ach, wir sind jetzt hier auf der Straße und so. Du bist trotzdem ein Idiot. Ja, das ist stimmt, das ist wirklich ein Maniac. Ich würde so gerne diese Stadt erkunden, ne? Ich finde diese Stadt so geil. Ja, doch, im Mirror's Edge 1 konntest du auch so ein bisschen hier auf dem Boden und so sein. Doch, du warst nicht immer auf den Dächern. Warte, ich glaube, ich muss es irgendwie anders machen. Ich glaube, ich sehe es schon wie. Yes. Oder? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Aber warte, cool, dass es mir angezeigt wird. Ah, okay, jetzt hier. Dann hier. Hier unten herrscht ein ziemlicher Aufruhr. Boah, das sind jede Menge Mieter. Shit, Digga. Das ist ein Hauptquartier im Anflug. Sie planen vermutlich irgendeine Aktion gegen Black November. Warte mal. Machen wir es so. Nice. Mach auf den Scheiß. Perfekt. Und deaktivieren. Okay, das war's. Du bist mir was schuldig. Das stimmt. Danke. Warte mal, aha. Vielleicht ist ja irgendwo in der Nähe ein Aufzug. Falls du noch eine entspannte Möglichkeit suchst, wieder nach oben zu kommen. So, jetzt hier. Nice. Sehr gut. Icarus? Ja, gesund und munter. Perfekt. Freut mich zu hören. Kommt jetzt bald wieder.
Oh ne, der hat ein Rauschen. Noah? Alter, wenn jetzt Gegner vor uns stehen, ne, ich fick mein Leben. Guck doch mal, Faith! All diese Krugersack-Truppen! Sie sind auf dem Weg zum Versteck! Ey, ich hab's mir schon gedacht. Noah, ich hab's mir schon gedacht, Digga. Krugersack stört unsere Frequenzen. Wir müssen zurück, Faith. Wir treffen uns da. Okay, alles klar, komm. Verdammt, fahr gefälligst schneller. Aber bitte. Faith, ich sehe Rauch. Nicht gut, Digga. Noah, halt durch. Wir sind unterwegs. Eine Sekunde. So. Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würden. Wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell, schnell. Ich kann weder Noah noch die anderen erreichen. Casey blockiert irgendwie ihre Kommunikation. Oh shit, Digga. Okay, ich bin ganz in der Nähe. Da sind immer noch mehrere Beat-Holes am Himmel. Und im Beat herrscht Stille. Ja, damit. Icarus? Sie sind alle weg. Draußen ist jede Menge Kasek. Bist du da, Icarus? Ich sehe Kasek, Mistkerle. Und was machen wir jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Alles klar. Ich bin ganz gemutet, Mann. Wie lange bin ich gemutet? Scheiße. Na egal. Ach Digga, warum muss ich jetzt gegen die kämpfen, Digga? Verpiss dich. Shit, Digga. Na kommt her. Jetzt keine Dummheiten. Sind Sie die Einzige? Wir sind gerade dabei an der Landung. Komm schon. Nice. Was ist los, Digga? Gott, Digga. Nein, nein. Nice. Da oben ist doch einer. Oh, nee, Digga. Scheiße. Das sind zu viele, Bro. Ja,
Nice. Nein, 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 oh Gott. Scheiße, nein, 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 nein. Nein, 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 lauf, lauf, lauf. Digga, warum musst du genau jetzt so eine Scheiße kommen, Digga? Ach, Digga, Mann! Ich will den Move machen, aber es geht nicht, Bro. Das ist so ekelhaft, Digga. Oh Gott, Digga. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich bin mega weak, Digga. Ich bin maximal weak. Kriegst du dich hin, Bro. Ich krieg's nicht hin, Scheiße. Ach, Digga, immer die falschen Tasten. Ja, lauf bitte. Oh mein Gott, Digga, oh mein Gott. Lauf bitte. Ach, Digga. Nein, 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 nein. Ich bin One Shot. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Komm her, der Hund. Komm her. Nice. Oh, nice Kicks, Alter. Was ist das? Sentinel-Jäger, Scheiße. Okay. Angriff mit Dreieck. Oh nee. Scheiße. Ach, Digga. Ach man, Alter, meine Fresse, Mann. Er ist immer zu nah, der Hurensohn. Was machst du denn? Komm her, der Hund. Ja, wussig, ja, Wotti. Wo ist dieser Hurensohn denn? Na super. Lauf, lauf, lauf.
Scheiße. Digga, bist du dumm? Geh doch weg. Was ist los mit dir, Alter? Nein! Oh Gott. Oh fuck, Digga. Ah, oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Digga, ich bin doch ausgewichen! Yes. Schöne Kicks, let's go, Digga, du Hund. Meine Fresse. Ich schätze, wir brauchen eine Antwort. Ich weiß überhaupt nicht. Was haben wir mit unseren Freunden gemacht? Wir sollten sie festnehmen, aber sie haben... Was habt ihr getan? Wir mussten schießen. Sie haben sich gewehrt. Vor allem dieser alte Kerl. Lauf, wir sehen uns später. Oh shit, Digga. Ach du Kacke, Mann. Ganz schnell weg hier. Geh weg. Schnell, schnell, schnell. Die schießt auf mich, die Hunde. Die Drohne ist weg. Oh Mann. Holy shit. Warte mal, das ist Dingens, was ist mit Kampf? Okay. Ich glaube, ich mache erstmal Dings fertig hier. Perfekt. Oh shit, Digga. So. Okay, let's go. Nächste Mission. Nächste Mission, nächste Mission. Jetzt wird richtig gejagt, Alter, ich seh's. Ich seh's schon kommen. So. Kannst du mir vielleicht helfen, Face? Nicht jetzt, Bruder. Erstmal zu Icarus. So. Sehr schön.
Oh, die Fighting-Serien, Digga, die sind schon nicht ganz ohne gewesen, ne? Ich meine nicht, was man jetzt nicht, jetzt nichts Unschaffbares, aber trotzdem schon ordentlich gewesen. Der jetzt hier. Jetzt hier. Oh Mann. Shit. Hey, Ranoven, komm mal her. Nicht jetzt, Digga, ich hab miese Probleme. Miese Probleme. Let's go. Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut, ich bin oben in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bamba-Chef bei Kugasek-Razzia. Bamba-Chef getötet? Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich seh's. Ja, diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Verdammt, wir müssen untertauchen, Faith. Ich habe mit Rebecca Thane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Beam nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. So. Scheiße, unser Anführer ist gestorben. Fuck, Alter. Nicht gut, gar nicht gut, Digga. Sehr belastend. So, jetzt so, dann... Na komm. So. Renn da, Junge. Warte, gib mal das. Ja, was ist das für eine Bude? Shit. Okay. Jetzt hier hoch. Jetzt hier. Let's go. Aktiviere den Chess. Warte, was vom ersten Mal ist jetzt, Digga, dieses eine Kapitel. Unterwasserbereich, das war schon krass. Oh, die Mission hat mich richtig gefallen im ersten Teil. Cool, dass sie auch wieder ist. Aha. Oh Gott, Digga, huh. Ja, das ist sehr agil, muss man sagen.
So. Let's go, let's go, let's go. Hier rüber und hier rüber und hier rüber. Aufgemacht. Sehr gut. Und Nummer 2. Geh rein. Rebecca wartet. Okay. Tschüss, Digga. Faith! Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erica! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama! Shit, Digga. Der Feind meines Lebens. So, warte mal. Ah, belastend. Sehr belastend. So, komm, eine Mission machen wir noch. Eine Hochzeit. Übergriff. Was gibt's? Ich wollte dir zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugersack? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugersack-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's? Können wir alle ein wenig durchatmen.
Okay, wähle die erste Beobachtungsdrohne in Kiste. Das machen wir. Diese Tunnel sind seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Kruger Zeck war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. Zack, sehr schön. Hier war alles Teil einer Omnistat-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Hey, ganz anders. Ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht. Oh nein, Digga. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Ich bin zu früh gesprungen. Was für ein Kick, Alter. Ich habe die erste Beobachtungsdrohne gefunden. Doch ein Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch zwei. Warte mal. Hey, Krugasek weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne ein bisschen mehr Widerstand bringen. Nice. Scheiße. Ich schlupfe die zweite Drohne jetzt in einen Schacht. Oh mein Gott. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. Nein. Nice. Schnell. Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt jede Menge Unzufriedenheit in der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn nice. Die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Warte mal. Die Mittelkaste ist selbst zufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrücken, Faith. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. So. An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistat wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Kruger Zeck schickt Verstärkung, Faith. Sei vorsichtig. Mit denen komme ich schon klar. Oh shit, Digga. Erstmal weg hier. Komm. Ich führe jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Oh. Shit, Digga. Schnell. Schaffe ich das immer zu sterben? Oh, verfickte Kacke. Fuck. Da musst du schnell den Weg gehen, aber ich muss sie töten. Also klatschen. Jetzt zum Weiden. Das ist sich, Digga. Nice. Wo muss ich lang da? Verpiss dich, Digga. Ich zerstöre jetzt die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. So. Jetzt. Perfekt.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe die Türen gefunden. Und ich verschwinde jetzt von hier. Danke, Faye. Ich wette, jetzt werden sie... Was? Was? Achso, okay, gut. Digga. Hätte ich jetzt alles nochmal neu machen müssen, das wäre scheiße gewesen. Lass mal weg hier. Okay. So. Was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Wie ist der Plan? Krugersack wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Das liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Ja, damit. So, Digga. Cool. Mac Rope. Okay, was macht das genau? Ah, verstehe. Okay, geile Scheiße. So, wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Passt dir, komm. Aber das kann ich jetzt so verstehen. Und jetzt komme ich an bestimmte Sachen ran, wo ich vorher nicht ran konnte. Das ist ja geil. Okay, korrekt, ja. Nice. Let's go. Hey, Icarus. Um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. So. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Alles klärchen. Oh nein. Ach man. Wie es aussieht, können wir uns an die Arbeit machen, Faith. Ich habe hier unsere ersten Beobachtungsdrohnen. Schalten wir sie aus. Und sei vorsichtig. Diese Dinger sind auf tödlichen Beschuss programmiert. So. Let's go, let's go, let's go. Perfekt. Verdammt, sie haben mich erfasst. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann ja auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Oh shit, Digga, verschwindest du. Okay. Thank you.
Warte mal, was mache ich jetzt? Aua, ouch. Ja, chill. Puh, ein Glück. Langsam ist es doch ein bisschen brenzlig geworden. Wir treffen uns unten. Was ist los, Cousin? Ich fürchte, in dem Tempo schaffen wir das nicht. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun... Wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Hm, vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Hey, Icarus, wie ist die Lage? Eine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immerhin, Runner wird schnell. Rücken Zahn zu. Sir, yes, Sir. Ich nehme Route B, du nimmst A. Wir schlagen schnell und hart zu. So. Okay. Informationen zufolge gibt es auf deiner Route zwei Steuerungsterminals, Faye. Tschüss. Das erste sollte auf deinem Beat markiert sein. Zack, setup. An alle, hier ist Rebecca. Ich muss kurz was gucken. So, ich würde nur kurz was gucken. Das Ablenkungsmanöver ist bereit und das Zugriffsteam beinahe so. Heute zeigen wir den Familien, dass keiner von ihnen zu uns zählt. Heute geben wir denjenigen eine Stimme, die selbst keine besitzen. Okay, warte mal. Mein Gebäude ist sauber. Es gibt übrigens einige Terminals, mit denen mehrere Drohnen verbunden sind. Ich deaktiviere jetzt das nächste. Ja, also Jenny, das weiß ich, dass man hier hoch muss, aber wie? Es geht nicht. Und noch ein Terminal? Erledigt. Wie komme ich jetzt da hoch? Gibt's irgendwo einen Weg, das weiß ich aber wie. Und wo vor allem. Wie und wo, Cousin. Aha. Dachte ich mir. Jetzt so. Jetzt hier. So. Wir kommen voran, Sir. Noch einmal, Sir, und ich sorge dafür, dass du nie wieder an dir rumspielen kannst. Sorry. Digga. Digga, der war böse, der kam vom Herzen. Ich starte das Ablenkungsmanöver. Das ist Ihre Aufmerksamkeit erregt. Alle Mann bereithalten. Das ist nicht meine Ablenkung. Route B ist sauber. Wir arbeiten jetzt nach guter Acht. So. Weg damit. Jetzt hier lang. Jetzt so. Zack, setup. Wir haben die Bestätigung, dass unser Ziel sie anführt. Wow, Kruger's Eggman ist echt ernst. Ruhe im Karton. Na, Ruhe im Karton. So. Ich sehe dich, Faith. Du bist ganz in der Nähe des Terminals. Sobald du fertig bist, überlege ich mir, wie du das zweite erreichst. Warte, so, ne? Oh, Mann. Da drin gibt es kaum Deckung. Du musst deshalb ständig in Bewegung bleiben. Ihr Verfolgungsalgorithmus ist nicht sonderlich gut. Solange du nicht lesen, ach du Scheiße. In dem müsstest du sicher sein. Außerdem sollte es zumindest ein paar Stellen geben, an denen sie dich nicht sehen können. Da kannst du dann kurz durchatmen. Bist du dumm? So.
Abierte. Dann können Sie dich nicht anvisieren. Lauf, Faith. Du schaffst das. Holy shit, Digga. Ich will, dass beide Routen gesichert sind. Verstanden? Hey, wir geben hier unser Bestes. Ich will nicht euer Bestes. Ich will, dass es erledigt wird. Der Alte ist ja maximal behindert. Team Bernadette, sicher die linke Flanke. So. Zielperson gesichert. Ich führe deine Sponsoreinheit an. Schalte die Kerle aus. Oh nein. Stell die Zielperson ruhig. Tschüss. Nice. Ich sagte, ihr sollt sie ruhig stellen. Schnell. Let's go, Digga. Stark. Alle Teams bereithalten. Wir rücken ab. Ja, gut gemacht. Und jetzt aufs Dach. Da wartet eine Transportgelegenheit auf dich. Zack, zerab. Kruger 6 bekommt Verstärkung. Wie ist der Status auf Route A? Wir sind fast fertig. Fast genügt nicht. Okay, warte kurz, während ich das Ding in Bewegung setze. Spring auf. Nice. Alles klar, ich schwenk das Ding jetzt drauf. Oh Mann. Das ist meine Intervierung. Weißt du was, Icarus? Wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast, ein Runner zu sein, kannst du jederzeit Kranführer werden. Ja, zumindest die Grundlagen habe ich schon drauf. Auf jeden Fall. Okay, kümmere dich jetzt um das zweite Terminal und bleib in Bewegung. Ist da an, Digga. Terminal kommen wir nicht dran. Wir brauchen irgendwas, um es zu zerstören. Ja, ich kümmere mich drum. So. Lauf weiter. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Nice. Ach du Scheiße. Schnell. Jetzt hier. Rap, zarap. Alter, Finne. Nice. Oh, Nase juckt. Ey, Action geladen hier, bis zum geht nicht mehr. Warte. Du bist fast da. Okay, spring. Zack. Sehr gut, löst jetzt die Sicherung. Rücklös? Ach schon. Na komm. Nochmal, komm. Oh shit, Digga. Crazy shit. Oh, da gehen die Frames in den Keller. So macht man das als Runner. Ich lasse den Haken jetzt runter. Rebecca, Route A ist gesichert. Gut gemacht. Ein bisschen langsam, aber immerhin. Die Stadt sieht so geil aus. Ich feiere das, Digga, so zukunftsmäßig. Ich bring das Paket jetzt weg. Es sieht so geil aus. Ja gut, hier links sieht man so diese Texturen-Match. Da sieht man's. Aber an sich, das war ein guter Tag. Geil, die sind. Hat unglaublich geile Atmosphäre. Du hast oh shit. Machen wir uns auf den Rückweg. Ja. Ich frage mich, ob die Arbeiter über die Beobachtungsdrohne Bescheid wissen. Das würde das Ansehen von Krugers Heck wohl kaum steigern. Ich bin mir sicher, dass sie davon wissen. Sie entscheiden sich nur einfach dafür wegzusehen. Ja, irgendjemand sollte sie aufwecken. Korrekt. Wir haben einen Aufzug. 57. Er bringt euch direkt ins Hauptquartier. Perfekt. Ein Upgrade-Punkt. Perfekt, geil. So. Das machen wir noch, dann machen wir noch das und dann haben wir hier die Bewegung maximiert. Wie geht's der Gefangenen? Sie ist gesund.
gesund und munter. Und bis ich entschieden habe, was wir mit ihr anfangen, bleibt das auch so. Okay, Freunde, da würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir sind jetzt bei 53 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für die Folge. Wir haben auf jeden Fall jetzt schöne, lange Folge gemacht, haben auch vieles geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es wieder ist, Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, checkt die wie zu viel Zwiebeln und haut rein.